Ja, mein Name ist Peter Alexander, ich bin 27 Jahre, bin aus dem wunderschönen Salzkammergut und die meisten kennen mich wahrscheinlich nur als Fußballer. Ich war Fußballprofi bei der SV Ried und in Innsbruck, bei Wacker Innsbruck und habe vor 3 Jahren beschlossen, einen anderen Weg einzuschlagen, habe aufgehört mit dem Fußball und ja, bin Schriftsteller geworden, habe mein Talent am Schreiben entdeckt und vor allem meine Leidenschaft. Habe jetzt 2 Bücher veröffentlicht, Träume verändern und freigereist. Und arbeite jetzt mittlerweile aber wieder im Fußball, bin als Trainer tätig, mit den Kleinen, trainiere Kinder und Jugendliche. Und ja, insofern hat sich auch mein Traum verändert und genieße es im Moment sehr, den Ausgleich zwischen ja, Fußball und Sprache, Schreiben, Büchern. Also mein absoluter Traumberuf war, Fußballprofi zu werden. Kann mich erinnern, das habe ich schon als kleiner Bub zu meiner Mama gesagt, die mich als alleinerziehende Mutter großgezogen hat. Und ich habe immer schon gesagt, nachdem ich immer gespürt habe, dass sie ja schon eine sehr intensive Arbeit hat, dass sie einfach einen Fulltime-Job hat als Mutter und als Lehrerin und als ja, Hausfrau, habe ich zu ihr gesagt, Mama, so in 10 Jahren werde ich Fußballprofi und dann, wenn du Lust hast, gehst du arbeiten, aber du kannst dann auch daheim bleiben, dann werde ich Geld verdienen. Und ja, dann werde ich unsere Rechnungen zahlen und für unsere Urlaube zahlen. Also das war, glaube ich, auch so ein ganz großer Antrieb. Also es gibt sehr viele Dinge, die mich geprägt haben. Natürlich der Fußball. Also ich habe bis 25, eben bis ich aufgehört habe, mein Leben dem Fußball untergeordnet. Aber ich glaube, das Prägendste war die Scheidung meiner Eltern. Also wie ich 4 war, haben sie meine Eltern scheiden lassen. Und ich glaube, das war erstens so prägend, weil ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin und deswegen hat es ja sehr viel, wie soll man sagen, weiblichen Anteil in der Erziehung mitbekommen habe. Aber vor allem, weil ich Aufmerksamkeit und Geborgenheit gesucht habe und das ganz stark eigentlich im Fußball dann. Und das hat mich extrem geprägt. Also ich glaube sogar, dass ich deswegen Fußballprofi geworden bin, weil ich ein Scheidungskind war. Nachdem ich mein ganzes Leben dem Fußball untergeordnet habe, war sicher die größte Hürde, diesen Abschnitt hinter mir zu lassen. Und zwar war es so, dass ich die ersten Jahre genossen habe. Es war geprägt von Höhen. Also ich war bei der U20 WM, ich war Cupsieger mit der SV Ried. Ich habe bis 21, 22 nur Höhen erlebt. Und dann sind plötzlich Rückschläge gekommen in Form von Verletzungen. Ich habe dann innerhalb von 3 Jahren 3 schwere Verletzungen gehabt und habe Zeit gehabt, ja, mein Leben einmal zu reflektieren, einmal für mich zu sein, einmal aus dem gewohnten Umfeld rauszukommen. Und die Hürde war eben dann das, was ich gespürt habe, das, was eigentlich schon in mir drin war, aufzuhören mit dem Fußball, auch wirklich umzusetzen. Also einfach den Mut zur Veränderung zu haben. Und das war ein Prozess wahrscheinlich von 1-2 Jahren. Also gespürt habe ich schon mit 2-23, dass das eigentlich nicht mehr mein Weg ist, dass sich das nicht mehr so hundertprozentig rund anfühlt, dass ich nicht mehr wirklich glücklich bin. Aber es ist halt sehr verlockend. Man verdient gutes Geld, man steht im Mittelpunkt. Eben wie ich gesagt habe, das war immer was, was ich auch genossen habe. Und objektiv oder logisch ist das einfach ein Traumjob. Und warum sollte man den aufgeben? Mit 25 im besten Fußballalter. Aber wie gesagt, ich habe ganz tief in mir drin gespürt, dass es da noch ganz viel anderes gibt im Leben, was auf mich wartet. Und das war in Wahrheit die große Hürde. Und da haben mir die Verletzungen auch geholfen. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich den Verletzungen sogar sehr dankbar, dass sie mir den Abstand gegeben haben, um ja, wirklich intensiv darüber nachzudenken und das zuzulassen. Und, aber trotzdem den Schritt zu machen, war eine riesengroße Hürde. Aber jetzt ist es 3 Jahre aus und ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gewagt habe. Ja, da muss man unterscheiden eben zwischen, wie du richtig sagst, reagieren. Wenn man die Entscheidung hernimmt, mit dem Fußball aufzuhören, dann mit sehr viel Unverständnis, also egal ob engeres Umfeld, Familie, Freunde auch, die alle gesagt haben, du spinnst ja, du gibst einen Vertrag auf, wo du super Geld verdienst, du machst das, wofür du jahrelang gearbeitet hast, trainiert hast, warum gibst du das auf? Also insofern haben es wahrscheinlich 99% der Leute in meinem Umfeld nicht verstanden. Das hat wahrscheinlich auch die Entscheidung ein bisschen erschwert. Das in dem Sinn reagieren jetzt auch ganz aktuell auf meine Bücher. Also ich binde mich auch sehr stark an die Bücher durch die Art, wie ich es vertreibe und bin sehr stark oder eng in Verbindung mit meinen Lesern. Und das ist einfach ein Traum, wenn man beim Leser was verändern kann, wenn Leser auf einmal ja, über ihr Leben nachzudenken beginnen,
Insofern sehr schöne Reaktionen auch. Wahrscheinlich war es die Weltreise. Also ich war 15 Monate auf Weltreise und das war wahrscheinlich das Erlebnis, wo ich am meisten mitnehmen habe können. Vor allem in Form von offen sein. Also war davor ziemlich verschlossen teilweise. Also im gewohnten Umfeld habe ich das immer gern genossen, einmal im Mittelpunkt zu stehen, aber ich habe mir immer schwer getan, auf fremde Leute zuzugehen und das hat sich durch die Weltreise extrem gewandelt. Bin sicher viel toleranter geworden. Sehe mich mittlerweile eigentlich nicht mehr so als Inviertler oder Österreicher, sondern eher als Weltbürger und einfach als Mensch und habe gesehen, dass es einfach völlig egal ist, welche Hautfarbe, welche Religion und wir haben, dass wir alle ziemlich das Gleiche wollen im Leben und vor allem glücklich sein, zufrieden sein und einfach einen Spaß am Leben haben. Also das müssen andere Menschen beurteilen. Auch die Bücher, die ich schreibe, das mache ich in erster Linie für mich. Also das ist sowas wie Selbsttherapie, advanced vielleicht oder in ja, größeren Form, aber es ist nichts anderes wie ein langes Tagebuch. Und ich will niemanden missionieren, ich will niemanden irgendwas aufzwingen, ich will einfach meine Geschichte erzählen und freue mich, wenn der ein oder andere was damit anfangen kann oder was ja, für sich, auf sich, auf sein Leben umlegen kann. Also grundsätzlich muss ich mal sagen, dass ich eigentlich nichts bereue. Es ist ja, ich bin sehr kritisch dem Profifußball gegenüber und viele sagen ja, dass ich da jetzt ja, das System irgendwie beschmutze, in dem ich selber drin war. Also jeder, der mein Buch liest, sieht, wie viel Leidenschaft da drin ist für den Fußball und dass ich das gelebt habe und dass ich sehr froh und dankbar bin, dass ich das Leben habe dürfen. Also insofern, ich würde genau wieder so Fußballprofi werden, ich würde genau wieder die Bücher schreiben, also ich bereue überhaupt nichts, ganz im Gegenteil bin ich eigentlich sehr froh und stolz auch zum gewissen Teil, wenn ich zurückschaue. Was ich vielleicht anders machen würde, ist nicht so sehr vorausdenken und planen. Eigentlich nicht. Bei mir ist es ja so, dass ich sehr viel von mir preisgebe, vor allem eben in den Büchern, in meinen Blogs. Eben deswegen, weil wenn ich Vertrauen habe zu jemandem, dann erzähle ich eigentlich gleich mal alles, meine ganze Lebensgeschichte. Also ich mache keine Geheimnisse aus dem, was mir passiert ist oder dass ich eben ein Scheidungskind bin. Also man ist eh nichts Besonderes, weil wie viele Scheidungskinder gibt es. Ich glaube, es gibt ganz viele Tabuthemen in unserer Gesellschaft, wo Menschen sich nicht trauen, etwas zu erzählen. Und ich merke immer mehr, wenn man was erzählt, merkt man, dass den anderen eigentlich ähnlich oder genauso geht und da kann dann was entstehen, wenn man sie vielleicht auch angreifbar macht. Ich glaube, dass das gar nicht so ein falsches Signal ist. Egal wie erfolgreich du bist, jeder ist angreifbar und jeder hat einen schwachen Punkt und ich glaube, das darf auch sein. Der Mensch ist keine Maschine und ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man das anspricht. Also insofern habe ich nicht wirklich Geheimnisse, zumindest fällt mir jetzt nichts ein. Also ich bin da sehr transparent.